Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz, in dem Fall zum zweiten Spieltag der Regionalliga Nordost, in der Partie BFC Dynamo VfB Germania Halberstadt. Unserem Gästetrainer zuerst die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Ja, hallo erstmal. Ich denke, für uns war das heute unbeschreiblich. Man fährt nicht nach Berlin, man fährt nicht nach BFC, um 5 Tore zu schießen, man fährt dahin, das Spiel zu verkaufen. Unser Matchplan ist aufgegangen. Wir wollten gut gegen den Ball arbeiten, wir wollten giftig sein, wir wollten dann durch ein schnelles, zielstrebiges Umschaltspiel Nadelstiche setzen. Dass das so gut geklappt hat, das wundert mich selber. Aber man muss auch ehrlich sagen, man hat ja noch in der zweiten Halbzeit gesehen, dass es denn doch schon was anderes ist, wenn man eine Mannschaft hat wie ich, die unter der Woche nicht gespielt hat, und eine Mannschaft, die eine weite Busfahrt hat. Auch bei diesen tropischen Temperaturen, dass da dann vielleicht die letzten 5% fehlen, nochmal zurückzukommen. Ja, ich freue mich für meine junge Mannschaft. Wir sind jetzt in der Liga angekommen und ich wünsche dem BFC weiterhin viel Erfolg. Ich denke, sie werden noch ihre Punkte holen und für uns war es ein schöner Tag. Dankeschön. René, dein Fazit. Ja, Glückwunsch erstmal von uns. Das Spiel analysieren ist schwer. Wir haben jetzt in einer Woche 3 Spiele gehabt, 2 lange Fahrten, 3-mal bei gefühlten 40 Grad Fußball gespielt. Und heute hat man den Jungs angesehen, dass nichts drin war. Spielerisch, läuferisch, von der Kommunikation war nichts da. Aber das war so auch nicht. Das sind nicht die Jungs, die ich jetzt kenne, die ich im Training jetzt gesehen habe, die ich in den ersten Spielen gesehen habe. Deswegen ist das für mich auch die einzige Erklärung, dass wir das nicht geschafft haben, dass die Jungs einfach platt und durch sind. Und dass es für uns nicht machbar war, halt, wie gesagt, die 2 Fahrten und die 3 Spiele in einer Woche wegzustecken. Und der Gegner hat es dann gut gemacht, er hat schnell gekontert, hat die Tore gemacht und wie er schon sagte, wir hatten keine Mittel mehr zurückzukommen. Und das ist dann eine Kraftfrage. Wir müssen uns jetzt erholen diese Woche. Wir werden das Spiel natürlich analysieren, müssen aber erholen, Kraft schöpfen. Haben ja jetzt eine Woche Zeit, um dann halt wieder frisch loszulegen. Es macht keinen Sinn, jetzt auf den Jungs rumzutrampeln oder alles niederzureden oder sonst irgendwas. Die ärgern sich genauso wie ich. Und wie gesagt, sie hätten auch gerne mehr gezeigt. Das war halt nicht drin. Deswegen geht es jetzt zum nächsten Spiel. Danke. Danke, René. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer? Pinky. René, du hattest am Ende sogar in Unterzahl spielen müssen. Was ist denn mit Matthäus Lewandowski gewesen? Ja, er konnte beim Zusammenprallen, die sind mit dem Kopf zusammengeprallt und dann hat er ein bisschen verschwommen gesehen. Dann habe ich gesagt, komm raus, das macht keinen Sinn, da geht die Gesundheit vor. Und deswegen ist er jetzt runtergekommen und jetzt wird er dann genauer untersucht. Gibt es noch weitere Fragen an den Trainer? Ich sehe es nicht der Fall. Dann machen wir es heute auch kurz und knapp und wünsche Ihnen nur noch ein schönes Restwochenende. Dankeschön.